Überlebenden sind auch Helfer aus Deutschland beteiligt. Es ist vorgesehen, so lange hier zu bleiben, solange der Bedarf für uns da ist. Das ist ohne Begrenzung. Neben der Küstenstadt Padang sind aber vor allem die umliegenden Dörfer betroffen. Allein in Polak Joha etwa wurden 71 der 75 Häuser zerstört. Die kleine Ortschaft wurde wie mindestens 3 weitere Dörfer von Erdmassen weggerissen. Man trifft erst jetzt die erste Hilfe an. Caritas bringt Deckung.